Die Insider. Die besten Journalisten zu den spannendsten Themen des Tages. Was steckt hinter den News? Was ist noch geheim? Was ist wahr an den Gerüchten? Die Insider zu den Themen des Tages. Nur auf OE24TV. 18.30 Uhr, schönen Abend. Willkommen auf OE24TV zu unserem Insider. Bei mir im Studio darf ich begrüßen Hans Niesel, Sport Austria-Präsident und ehemaliger Landeshauptmann des Burgenlandes. Schönen guten Tag, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Schönen guten Tag, danke für die Einladung. Die GIS-Gebühr wird es in Zukunft nicht mehr geben, stattdessen die sogenannte Haushaltsabgabe. Der ORF hat am Montag den neuen Sparplan präsentiert. Der Sport Plus, das Programm, steht quasi vor dem Aus. Wie bewerten Sie diese Sparmaßnahme? Also diese Sparmaßnahme ist eine konzeptlose Maßnahme, denn ich denke, man muss zunächst ein Konzept vorlegen, was man anstelle von ORF Sport Plus auch tatsächlich plant, was man umsetzt. Nicht nur Überschriften zu liefern, sondern Inhalte zu liefern, denn der ORF hat einen gesetzlichen Auftrag. Er hat den gesetzlichen Auftrag, umfassend über Sport informieren zu müssen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch die Menschen zu motivieren, Sport zu betreiben. Da hat es in der Vergangenheit schon Defizite gegeben und ORF Sport Plus ist eigentlich ein Musterbeispiel für einen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Und wenn ich das streiche, dann komme ich eigentlich meinem Auftrag nicht mehr nach. Ich erfülle nicht mehr das Gesetz und das ist ein Grund, warum ich das auch ablehne, und ich habe sehr viele Rückmeldungen aus dem Bereich des Sports, dass ebenfalls das sehr abgelehnt wird, weil es kein Konzept dahinter steht, nämlich nur zu sagen, wir schaffen etwas ab, ist ja kein Konzept, sondern da muss man sagen, wie verbessern wir ORF Sport Plus, wie kommen wir unserem Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen eigentlich nach? Und ein weiterer Punkt ist, wir reden über die Forcierung von Frauen in Sport, vom Frauensport. Auch diesen Auftrag wird nicht nachgekommen. Oder die Inklusion zum Beispiel, wie geht man mit dem Behindertensport um? Welche Berichterstattung gibt es über den Behindertensport? Also das sind alles Bereiche, die durch den ORF Sport Plus auch realisiert wurden. Es geht auch um den Spitzensport, um Handball, Volleyball, Rodeln und andere Sportarten, die dann nur mehr eingeschränkt berichtet und gesendet werden können. Und deswegen ist es ein Schritt in die absolut verkehrte Richtung, wird abgelehnt. Und ich gehe davon aus, dass das in dieser Form nicht kommen kann. Welche Auswirkungen hätte dieses Sport Plus aus für den Sport? Es hat insofern ganz negative Auswirkungen. Nicht nur, dass der gesetzliche Auftrag nicht erfüllt wird, was ja ganz gravierend ist. Denn es ist ja unvorstellbar, dass ein Öffentlich-Rechtlicher seinen gesetzlichen Auftrag nicht erfüllt. Es geht gar nicht. Auf der anderen Seite leistet der Sport zum Beispiel im umfassenden Sinn Steuern von 8 Milliarden Euro. Also der Sport in Österreich liefert Steuern ab jedes Jahr von ca. 8 Milliarden Euro. Und durch den Sport erspart sich das Gesundheitssystem 530 Millionen Euro pro Jahr, dass die Menschen Sport betreiben. Und wenn man keine Plattform hat oder wenn die Plattform reduziert wird, dann werden weniger Menschen Sport betreiben. Das heißt, die Gesundheit der Österreicher wird eher schlechter, der Gesundheitszustand. Es wird der Steueraufkommen geringer. Also genau kontraproduktiv. Man müsste sich überlegen, wie attraktiv macht man den Sport? Welche Konzepte hat der ORF, um ORF Sport Plus zu attraktivieren, auszubauen, um die Seheranzahl auch zu erhöhen, um die Werbeeinschaltungen zu ermöglichen. Also insofern geht das absolut in die verkehrte Richtung. Da steckt keine Idee dahinter, ist abzulehnen. Sie haben vorhin ganz kurz erwähnt, Sie denken nicht, dass es tatsächlich zu diesem ORF Sport Plus auskommen wird. Denken Sie gar nicht oder in einer anderen Form? Also ich gehe davon aus, dass wir am Donnerstag haben wir eine außerordentliche Präsidiumssitzung. Und bei dieser außerordentlichen Präsidiumssitzung wird es zu einem Schulterschluss aller im Sport Tätigen kommen. Wir haben unsere Dachverbände, wir haben unsere 60 Fachverbände, wir haben 15.000 Mitglieder Sportvereine in Österreich und mit 1,2 Millionen Mitgliedern in Österreich. Das heißt, wir wollen hier eine Initiative starten,
Daten, um diese Vorgehensweise zu verhindern, um den Sport einen größeren Stellenwert zu geben. Österreich ist ein Sportland, ja, aber Österreich ist keine Sportnation. Und hier daran zu arbeiten, dass Österreich auch eine Sportnation wird, da braucht man ja mehr Plattformen und nicht Plattformen zu reduzieren, Berichterstattung zu reduzieren, sondern sie auszubauen, attraktiv zu gestalten, einen Beitrag zur Gesundheit der Menschen zu leisten und vor allen Dingen jenen Sportarten, die nicht täglich im Mittelpunkt der Medienberichterstattung stehen, eine Plattform zu bieten. Und Sport, das muss ich auch dazu sagen, ist natürlich ein ganz ein wesentlicher Bereich für die Integration in Österreich. Und auch da hat die Sportplattform ORF Sport Plus doch einen wichtigen Stellenwert. Und ganz besonders wichtig natürlich hat sich auch in der Corona-Pandemie gezeigt, wie wichtig dieser Sport dann auch im Allgemeinen für die Gesellschaft ist. Roland Weißmann spricht davon, dem Breitensport größeren Stellenwert durch die Verschiebung auf den ORF, auf ORF 1 zu geben. Wie realistisch ist das? Ja, das ist überhaupt nicht realistisch, denn es geht ja nicht nur um den Breitensport. Ich verstehe schon, dass der Generaldirektor des ORF vielleicht im Bereich des Sports nicht unbedingt der Fachmann ist. Da habe ich schon Verständnis, denn man kann nicht jedes Detail wissen. Aber es geht ja nicht nur um den Breitensport. Es geht natürlich auch um den Spitzensport, der in ORF 3 sehr ausführlich berichtet wird. Ich habe schon von einigen Sportarten gesprochen, auch vom Frauensport, von der Inklusion und so weiter. Und vom Spitzensport in vielen Bereichen. Ja, da kann man ja nicht sowohl den Breitensport als auch den Spitzensport in ORF 1 verschieben und dann von Freitag bis Sonntag im Hauptabendprogramm Sport senden. Das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Sportveranstaltungen haben es auch an sich, dass man nicht unbedingt genau den Beginn und das Ende kalkulieren kann, denn manche Sportarten dauern eben etwas länger. Da hat man ein Abendprogramm, da muss man Schluss machen. Also das sind viele Denkfehler aus meiner Sicht dabei, ist nicht durchdacht, ist kein Konzept. Und nur zu sagen, abschaffen und das verschieben wir irgendwo hin, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da gehört ein Konzept, wie man ORF Sport Plus im Sinne des Auftrages, des Paragraph 4 des ORF-Gesetzes auch tatsächlich realisiert und umgesetzt. Und umsetzt, da hat man schon in der Vergangenheit einige Versäumnisse gehabt. Es ist ja nur ein Mini-Budget, das dort vorhanden ist. Und von einem Mini-Budget etwas einzusparen, bringt weder dem ORF was, noch den Sportbegeisterten und schon ist überhaupt kein Beitrag für die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher. Und es ist immer die Frage, was haben die Menschen davon? Durch das Abschaffen haben die Menschen nichts davon. Durch das Verschieben, das funktioniert nicht, das geht nicht, weil Breitensport und Spitzensport in ORF 1 zu machen, ist gar nicht möglich. Weil Sie den Spitzensport gerade auch ansprechen, mit welchen Konsequenzen hätte der Spitzensport in Österreich zu rechnen, wenn es tatsächlich zu diesem Aus bei ORF Sport Plus kommen würde? Na, es wird ganz einfach der Stellenwert des Sports weiter reduziert. Wir kämpfen darum, dass gerade, wir haben wirklich große Krisen gehabt. Es war auf der einen Seite die Pandemie, es waren die 4, 5 Lockdowns, wo der Sport natürlich massiv betroffen war. Wir haben die Teuerungskrise, wir haben die Inflation, wir haben die hohen Energiekosten. Große Herausforderungen für den Sport, die es in dieser Form noch nie gegeben hat. Und man unternimmt alle Anstrengungen, um den Sport attraktiv darzustellen, um die Menschen zum Sport zurückzuholen. Wir wissen, dass 80% der Kinder und Jugendlichen nicht die Vorgaben der WHO erfüllen. Die WHO sagt, jedes Kind und jeder Jugendliche soll sich eine Stunde pro Tag bewegen. In Österreich machen das 80% der Kinder nicht. Eine OECD-Studie sagt, dass die Erwachsenen in Österreich sich viel zu wenig bewegen. Also insofern muss man ja Impulse setzen und das ist Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen, dass dieser Missstand beseitigt wird, dass hier eine Berichterstattung erfolgt, wie wichtig es ist, dass Kinder und Jugendliche Sport betreiben, dass man von der täglichen Bewegungseinheit berichtet, dass man Erwachsene motiviert, eben Sport zu betreiben, bis ins hohe Alter, bis hin zu den Senioren und zu den Pensionisten.
Das wäre eine Herausforderung. Da würde ich mir ein gutes Konzept wünschen. Aber anscheinend ist das bis jetzt zumindest nicht der Fall. Und deswegen unsere Sondersitzung und deswegen auch unsere Petition bzw. Resolution an die ORF-Führung, das alles zu überdenken. Natürlich sind wir gern bereit, dann Input zu liefern, aber vor allen Dingen darauf aufmerksam machen, welche fatale Auswirkungen, negative Auswirkungen diese Vorgangsweise auf die Menschen in Österreich hat. Das hat sich der Sport, die Sportlerinnen und Sportler nicht verdient. Das haben sich die zigtausende freiwillig und ehrenamtlich Tätige, die täglich für den Sport arbeiten, nicht verdient, dass sie so wenig Plattform bekommen, dass es hier so gravierende Einschnitte beim Sport gibt. Der ORF muss sparen, er will auch sparen, und zwar in den nächsten 4 Jahren insgesamt 300 Millionen Euro. Wie erklären Sie sich, dass man gerade auf diese Schlussfolgerung gekommen ist, unter anderem beim Sport einzusparen? Also man muss sagen, der Sport hat zumindest der Sport Plus, ORF Sport Plus hat ja ein Mini-Budget in Relation zu dem Gesamtbudget, macht ja das wirklich nicht viel aus. Man beginnt dort zu sparen, wo man sagt, eigentlich, wir brauchen den Sport nicht. Missachtung des Sports, das ist eigentlich eine Schädigung des Sports, was da gemacht wird. Also insofern glaube ich, dass es wahrscheinlich andere Möglichkeiten auch geben kann und muss, wie man eben einspart. Es wird sicher Überlegungen beim ORF geben, verschiedene Überlegungen oder Überlegungen ergeben müssen, um sinnvolle Einsparungen zu treffen. Bei den Gehältern beispielsweise? Naja, das sind natürlich auch nicht unbeträchtlich. Also grundsätzlich sollte man sich im Allgemeinen über Gehälter Gedanken machen. Die nächste Frage, die jetzt natürlich auch aufkommt mit dieser Haushaltsabgabe: Wem nützt diese, dem ORF oder den Österreicherinnen und Österreichern? Also meine Meinung ist, dass bei allen Maßnahmen der grundlegende Gedanke ist, was bringt es den Menschen? Und genau das Umgekehrte hat man jetzt gemacht, man streicht einmal, das bringt den Menschen nichts. Also es ist eine verkehrte Vorgangsweise. Ich wünsche mir, dass man Konzepte entwickelt und sagt, wir versuchen im Bereich des Sports, aber vielleicht auch in anderen Bereichen, attraktiver zu werden, aktueller zu werden, und kann dann sagen, und das müssen wir jetzt finanzieren. Aber ganz einfach zu sagen, wir lassen den Sport weg, wir lassen im Kulturbereich einiges weg, und dann zu sagen, und jeder soll zahlen und eigentlich kriegen wir höhere Einnahmen dadurch, ich glaube, das ist unverständlich. Das ist eine Vorgangsweise, die ich nicht verstehe, die auch im Bereich der Kommunikation komplett falsch ist, nämlich zu streichen und dann zu sagen, aber zahlen müsst ihr alle. Ja, also das ist, glaube ich, den Österreicherinnen und Österreichern in dieser Vorgangsweise nicht zumutbar, ordentliche Konzepte zu liefern und dann zu schauen, wie kann man das finanzieren? Da muss man diskutieren drüber und dann kann man die Entscheidungen treffen. Aber nicht umgekehrt, ganz einfach, kürzen ist ja kein Programm. Auch das ORF-Radio-Symphonieorchester steht vor dem Aus. Ihrer Meinung nach auch eine falsche Entscheidung? Also das gilt ja, ist ja ähnlich wie beim Sport, nämlich ganz einfach zu sagen, wir lassen etwas weg oder wir kürzen etwas, das ist kein Programm. Kürzungen alleine ist keine Leistung, ist kein Programm und bringt den Menschen nichts. Man kann durchaus sagen, man macht den Sport attraktiver, das soll den Menschen etwas bringen. Man setzt mit dem Symphonieorchester entsprechende Impulse, dann haben die Kulturinteressierten in Österreich etwas davon. Hier gehen wir neue Wege, wie auch immer. Ja, neue Konzepte vorzulegen und das zu erhalten. Ich glaube, das ist die Herausforderung in der heutigen Zeit. Wir haben in Zeiten der Pandemie gemerkt, dass zum Beispiel die Kinder- und Jugendpsychiatrie übervoll war. Das AKH hat berichtet, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrie zusätzliche Betten braucht. Die Kultur ist den Menschen abgegangen, der Sport ist den Menschen abgegangen, die sozialen Kontakte sind abgegangen. Also insofern sollte man sich generell Gedanken machen, wie man hier vorgeht, um genau diese negativen Auswirkungen durch weniger Sport und durch weniger Kultur zu kompensieren. Und dafür auch ein Geld zu verlangen, ist ja dann legitim. Aber ohne Konzepte nur zu streichen, das ist keine Vorgangsweise, die ich gutheiße. Wir sprechen gleich weiter über die Konsequenzen, gehen zuvor aber in eine kurze Werbeunterbrechung. Wir sind gleich wieder da. Bleiben Sie dran. Die Insider. Die besten Journalisten zu den spannendsten Themen des Tages. Was steckt hinter den News? Was ist noch geheim?
Was ist wahr an den Gerüchten? Die Insider zu den Themen des Tages. Nur auf OE24TV. Schönen guten Abend, willkommen zurück auf OE24TV zu unserem Insider. Bei mir im Studio darf ich nach wie vor begrüßen Hans Niesel, Sport Austria-Präsident und ehemaliger Landeshauptmann des Burgenlandes. Schönen guten Abend, Hallo. Schön, dass Sie weiterhin da sind. Wir haben gerade schon viel über die Haushaltsabgaben gesprochen, auch über die Konsequenzen. Wir haben auch schon darüber viel berichtet. Der ORF will einsparen, er muss auch einsparen. Und eine der Sparmaßnahmen, unter anderem ORF Sport Plus. Konnten Sie bereits auch schon mit den Sportverbänden über diesen Vorschlag des ORFs sprechen? Ich bin eigentlich in sehr intensivem Austausch mit unseren Dachverbänden, mit unseren Fachverbänden. Wir bereiten ja aktuell unsere Sitzung, die Sondersitzung am Donnerstag vor. Das muss natürlich vorbesprochen werden, das muss abgestimmt sein. Wir wollen ja einen Schulterschluss, einen überparteilichen Schulterschluss aller im Sport tätigen. Alle, die interessiert sind, dass der Sport an Stellenwert nicht verliert. Und es sind manche dieser Verbände auch der Meinung, dass sich der ORF in Frage stellt. Nämlich er stellt sich in Frage, wenn er den gesetzlichen Auftrag nicht erfüllt, wenn er eine typische Einrichtung wie ORF Sport Plus, die einen konkreten Auftrag haben, nämlich umfassend für den Sport informiert, einstellt, dann stellt sich teilweise der ORF in seinem Auftrag in Frage. Und das kommt natürlich sehr negativ bei unseren Dach- und Fachverbänden an, weil wir doch immer wieder gehofft haben, dass es hier eine breitere Unterstützung für den Sport gibt. Und da wäre noch einiges an Potenzial möglich. Aber man hat ja budgetär ORF Sport Plus bis jetzt sehr, sehr kurz gehalten. Es war dann auch die Pandemie, also es hat andere Prioritäten gegeben. Aber da gibt es einiges zu tun und wäre einiges zu tun, um das attraktiver zu machen. Aber negative Rückmeldungen von unseren Dach- und Fachverbänden bis hin, dass manche den Auftrag des ORFs sehr negativ sehen, dass der nicht mehr erfüllt wird, nämlich der gesetzliche Auftrag der Information, der Motivation, Sport zu betreiben und dass sich damit eigentlich mit der Abschaffung der ORF selbst in Frage stellt. Was ist von dieser Präsidiumssitzung am Donnerstag zu erwarten? Es ist zu erwarten, dass es eine einheitliche Vorgangsweise des gesamten Sports in Österreich gibt. Also ich gehe davon aus, dass alle Dachverbände und Fachverbände diese Resolution unterzeichnen, dass unser Präsidium diese Vorgangsweise beschließt mit den entsprechenden Schwerpunkten, dass wir darauf drängen, dass der gesetzliche Auftrag erfüllt wird, wie ich das bereits gesagt habe, dass auch der Frauensport entsprechenden Stellenwert in der Berichterstattung des ORFs hat, dass die Inklusion dort auch tatsächlich dokumentiert und gelebt wird. Also alles Dinge, die, glaube ich, nachvollziehbar sind. Da ist kein Luxus dabei, dass über die breite Palette des österreichischen Sports berichtet wird. Wir sind sehr stolz darauf, dass es in Österreich eine große Vielfalt des Sports gibt. Manche sagen Randsportarten, aber wir wollen die Bezeichnung nicht. Wir wollen, dass jede Sportart einen Stellenwert hat, dass darüber berichtet wird. Natürlich ist nicht alles über die Quote argumentierbar, das ist uns schon klar, aber im Sinne der Vielfalt unserer österreichischen Sportkultur wäre es wichtig, dass dieser Kanal nicht nur erhalten bleibt, sondern ausgebaut wird und dazu beiträgt, dass die Menschen Sport betreiben. Es kam jetzt viel Kritik aufgrund der Tatsache, dass der ORF hier Einsparungsmaßnahmen plant, was ORF Sport Plus betrifft. Die Medienministerin Susanne Raab begrüßt diesen Schritt. Können Sie das in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen? Also da muss ich sagen, ich habe in Erinnerung, dass ich letzte Woche gemeinsam mit der Frau Medienministerin und Frauenministerin ist sie auch, in Linz war bei einer Veranstaltung des Sports, wo es darum gegangen ist, dass der Frauensport und Frauen im Sport einen höheren Stellenwert bekommt. Es war auch der Herr Sportminister dort, ich war dort und es waren tolle Sportlerinnen und Sportler dort. Und eine der ganz wichtigen Kernaussagen war, der Sport braucht doch eine Plattform. Es muss über Frauensport und über Frauen im Sport entsprechend berichtet werden. Und es hat auch die Frau Medienministerin und Frauenministerin darüber gesprochen. Und da wundere ich mich sehr, dass ich vor einer Woche in Linz bin, über den Frauensport und Frauen im Sport spreche und versuche,
dort auch zu sagen, wie wichtig die Medienberichterstattung ist. Und anschließend begrüße ich das Schließen von ORF Sport Plus, wo genau der Frauensport in entsprechender Form eben einen Schwerpunkt bekommen soll, aus meiner Sicht einen Schwerpunkt bekommen muss. Wenn man die Entwicklung des Frauenfußballs anschaut, die ja sensationell gut ist, dann hat es über ORF Sport Plus begonnen, heute in der Primetime. Das ist gut. Was ist mit Frauenbasketball? Was ist mit Frauenvolleyball? Was ist mit Frauenhandball? Was ist mit anderen Frauensportarten? Genau das gehört dorthin, genau das gehört entsprechend positioniert, um Frauen zu motivieren, Sport zu betreiben und natürlich Frauen eine Plattform zu bieten, dass sie den Sport auch konsumieren können. Wie denken Sie im Allgemeinen über das GIS aus und über die Haushaltsabgabe? Noch einmal, ich finde die Vorgangsweise für falsch. Ich finde sie deswegen für falsch, weil ich zuerst Konzepte vorlegen muss. Und wenn ich Konzepte habe, kann ich diese Konzepte präsentieren. Ich kann über diese Konzepte diskutieren und anschließend kann ich über die Finanzierung dieser Konzepte sprechen. Also insofern über Haushaltsabgabe oder GIS-Abgabe oder wie auch immer zu reden, glaube ich, ist jetzt überhaupt nicht der richtige Zeitpunkt, sondern ich erwarte mir kompetente Konzepte für den Sport zum Beispiel, auch für die Kultur, für andere Bereiche. Wenn ich schon andenke, die Finanzierung zu ändern, dann muss ich vorher andenken, die Strukturen zu verändern und ein attraktives Angebot den Menschen zu liefern, um Argumente zu haben, wie finanziere ich das. Aber natürlich kommt der finanzielle Aspekt auch deswegen jetzt zum Tragen, nachdem wir uns in einer Teuerungskrise befinden. Im Jänner wurde die Inflationsrate auf 11,1% hochgeschraubt bzw. ist angestiegen. Und wenn man sich jetzt den Jahresbeitrag oder die Jahreshaushaltsabgabe anschaut, dann fällt doch eines auf, die ist sehr hoch ausgefallen. Bis zu 302,4 Euro mit dieser Summe muss man rechnen in Österreich. Wenn wir jetzt auf den europäischen Vergleich schauen, befinden wir uns auf Platz 2 nach der Schweiz. Zudem kommt auch noch dazu, beim ORF kann man sich ja auch gar nicht das Programm aussuchen. Ich kann nicht entscheiden, was schaue ich nicht. Mir wird das Programm vorgegeben. Bei Streamingdiensten, die um einiges günstiger sind im Jahresabo, kann ich es mir dann dennoch aussuchen. Also ich persönlich bin absolut dagegen, dass in Zeiten der steigenden Inflation und der hohen Inflation neue Steuern eingeführt werden. Das ist ja auch in der Vergangenheit schon auch passiert. Oder dass über zusätzliche Abgaben verhandelt wird. Sondern zuerst das Konzept zu erstellen, dann zu schauen, je nachdem, wie die Finanzierung ausschaut, das ist ja ergebnisoffen. Das kommt auf das Konzept drauf an. Mhm. Ich kann nicht ein schlechtes Konzept liefern und sagen, wir streichen A, B,